Hallo, ich bin die Eva und wir fahren heute die Trainingseinheit gemeinsam auf dem Kettler Speedbike. Bevor wir beginnen, müssen wir noch ein paar Einstellungen an dem Bike vornehmen. Wir beginnen am Sattel. Wir stellen uns neben das Bike und um den Sattel einzustellen, müssen wir ihn circa auf Hüfthöhe einmal die Schraube lösen und wieder einrasten lassen. Dann geht es noch nach vorne. Hier legt ihr den Ellbogen an, lösen, nach vorne schieben und dass ihr vorne an den Lenker kommt. Zum Lenker, entweder auf Sattelhöhe oder bei Rückenproblemen gerne auch etwas höher. Hier wieder so weit nach vorne, dass der Ellbogen am Sattel anliegt und ihr mit den Fingerspitzen circa zum Lenker fassen könnt. Hier vorne ist der Widerstand in die rechte Richtung. Mehr Widerstand nach links, wird der Widerstand gelöst. Bei Druck aktiviert ihr die Bremse. Hier ist noch die Möglichkeit, ihr könnt ohne Klicks in den kleinen Körbchen fahren oder eben umdrehen und dann mit den Schuhen einklicken. Okay, dann geht's los. Vergewissert euch, dass ihr fest in den Schlaufen seid oder auch fest in euren Klicks. Und dann wählt die erste Griffposition. Fahrt euch locker ein und ganz wichtig, es ist immer ein wenig Widerstand drin. Wählt die erste Griffposition und dann korrigiert eure Haltung. Zieht die Schultern tief, Brustbein raus und den Rücken schön gerade halten. Wir fahren uns erstmal locker ein. Und dann erhöht mal den Widerstand, sodass euer Tritt ein bisschen fester wird. Genau, sehr gut. Haltung bleibt gleich. Zieht den Bauchnabel etwas nach innen, damit der Bauch schön fest ist. Okay, dann erhöht den Widerstand, bevor wir nach oben gehen. Wählt die zweite Position. Das höher. 4, 3, 2. Komm nach oben. Die Gesäßmuskulatur ist kurz über dem Sattel. Der Oberkörper bleibt schön fest. Okay, dann komm hoch zur dritten Position. Höchste Stufe. Schieb dein Becken wieder etwas zurück. Tief ein- und ausatmen. Okay, und dann kommt zur vierten Griffposition.